Tölpel kann mir solche Perlen schenken, wenn er Geld genug hat. Ich verlange mehr von einem Freier. Was wünscht ihr euch denn? Das singende, klingende Bäumchen will ich haben. Die Schauspielerin Christel Bodenstein hat als launenhafte, hochnäsige Prinzessin Tausendschön im DEFA-Märchen Das singende, klingende Bäumchen ihre Zuschauer bis heute dauerverzaubert. Immerhin schon 60 Jahre. Mit dem Wunderbäumchen hat es eine besondere Bewandtnis. Es singt nur, wenn ihr wahrhaft liebt. Was fällt euch ein, mir solch ein garstiges Ding als Wunderbäumchen anzubieten? Meine Mama liebt den Film. Von Anfang an, jedes Mal, wenn er kam, wird er geguckt. Ich habe das, wenn ich bei meiner Oma zu Besuch war, habe ich immer das Märchen hoch und runter geguckt, von morgens bis abends. Meine Kinder sind von 25 bis 7 und die sind alle mit diesem Märchen aufgewachsen, weil ich es auch bin. Und das ist halt das Lieblingsmärchen bei uns. Eine Zeit lang war ich ein bisschen sauer, weil ich hatte wirklich in den 60er Jahren einen Film nach dem anderen. Ich glaube, ich habe im Jahr immer 3 Filme gedreht. Und immer attraktive Hauptrollen, also schöne Filme. Und immer bei Premieren und wo ich auch war, einmal kamen alle und sagten, nee, wissen Sie, der war ja schön, der Film, aber das Bäumchen. Wenn du so aussehen würdest, wie du dich benimmst, müsst du deine Nase vor Hochmut in die Luft tragen und das Gold deiner Haare würde verschimmeln. Wenn das wahr ist, will ich genauso aussehen, wie du sagst. Schau mich doch an, du dummer Bär. Nach 60 Jahren besucht Christel Bodenstein noch einmal den Ort, an dem das singende, klingende Bäumchen gedreht wurde. Die berühmte Marlene-Dietrich-Halle. Die DEFA-Märchenfilme sind heute Filmlegenden und gehören zum Besten, was das Babelsberger Studio hervorgebracht hat. Es hat alles hier stattgefunden. Ob das die Geschichte mit dem Fisch war oder alles. Die Ankunft des Prinzen an der Landesgrenze, dann das Schloss, der Aufgang zum Schloss, die große Treppe. Das war auch alles hier. Im Babelsberger Filmpark wird der legendäre Fisch aus dem singenden, klingenden Bäumchen noch einmal aus dem Fundus erweckt und für die immerwährende Prinzessin zu Wasser gelassen. Der böse Zwerg hatte den See total zugeeist. Und der Fisch steckte sozusagen mitten im Eise. Und ich habe mir große Mühe gegeben, das schön gut zu spielen, wie ich da raufschlittere und Angst habe, dass ich drin versinke. Da hörte ich aus diesem Fisch eine scharfe Männerstimme, die brüllte: Wie lange dauert denn das hier noch? Das ist ja furchtbar. Ich erfriere hier drin. Mensch, könnt euch nicht mehr beeilen. Ich weiß, warum du immer vor mir weggeschwommen bist. Wegen der Goldfische in meinem Garten. Es tut mir leid. Ich werde es nie wieder tun. Christel Bodensteins Schönheit hat ihr ganz sicher auf ihrem Weg zur Schauspielerin geholfen. Entdeckt wurde sie auf wundersame Weise. 1955 fährt sie zum ersten Mal in den Urlaub. An die Ostsee. Ich war noch nie an der Ostsee. Es war natürlich am FKK-Strand. Das war für mich ganz selbstverständlich. Und da geschah, dass mein Schicksal sozusagen den Strand entlang kam. Ganz fein und vornehm angezogen. Ein Herr mit 2 Hunden. Er war am Wasser und kam schräg auf uns zu. Und dann dachte ich, um Gottes Willen, was ist das? Und die Schauspieler sagten, das ist doch der berühmte Professor Dr. Metzig, ein Filmregisseur. Und ich sagte, kenne ich aber gar nicht. Die netten Schauspieler alle freuten sich wahnsinnig, mich ihm vorzustellen.
Ich bin nie in meinem Leben nackt einem angezogenen Mann vorgestellt worden. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich war 16 Jahre. Ich habe mich sowas von geschämt. Er sagte noch, ich denke, wir sehen uns noch mal. Und dann dachte ich, da ziehe ich aber was an. Für die Begegnung mit dem Regisseur näht sie sich noch am gleichen Tag einen Überwurf aus einem Bettlaken und bemalt ihn. Professor Metzig fängt Feuer und lädt sie zu Probeaufnahmen in die Studios nach Babelsberg ein. Den vorgesehenen Film bekommt sie nicht, sie ist zu jung. Aber Altmeister Zlatan Dudow sieht das Material und engagiert sie spontan für seinen Film Hauptmann von Köln. Ihre erste Rolle. Aber keine Rosen des Erfolgs ohne Dornen. Das ist also wirklich die berühmte Stelle, wo ich am Verzweifeln war und meine ersten so Ahnungen hatte, dass ich eigentlich mir noch sehr viel fehlt zu diesem Beruf. Als sie es nicht schafft, außer Atem zu kommen, reagiert der Regisseur rigoros. Da darf man wohl gratulieren, Herr Geschäftsführer. Danke, verbindlichst. Der hat dann gesagt, das war nichts. Du rennst jetzt einmal hier um die Halle, dann kommst du angeschnauft, kommst runter und dann spielst du das. Ist das klar? Und als ich ankam, angeschnauft, runtergestürzt die Treppen und das abgelassen, sagte er, nee, das war doch wieder nichts. Nee. Obwohl die Anfängerin ein paar Schwächen zeigt, zumindest läuferisch, ist das junge, hübsche Mädchen sehr begehrt und bekommt gleich das Angebot für ihren zweiten Film, Das tapfere Schneiderlein. Diesmal schon für eine Hauptrolle. Noch immer kämpft sie mit Anfängerproblemen. Und dann spielt sich die Abgehetzte, die in den Thronsaal stürzt, mit der Nachricht. Ein kühner Ritter liegt schlafend im Palas. Und da sagt der Spieß, pass mal auf, du machst jetzt 50 Kniebeugen. Und da habe ich schon gedacht, ich spinne. Und alle guckten wieder zu. Und das fand ich überhaupt das Schrecklichste, ja. Nach ihren ersten Rollen als quasi Laiendarstellerin beschließt Christel Bodenstein ganz seriös Schauspiel zu studieren. Gleich zu Studienbeginn bekommt sie die Rolle ihres Lebens, die Prinzessin Tausendschön im singenden, klingenden Bäumchen. Ihrem bis dahin dritten Film. DDR-Filmlegende Christel Bodenstein wird 1938 als waschechtes Bayernkindl in München geboren und wächst mit ihrer ein Jahr älteren Schwester auf. Doch die Eltern lassen sie scheiden. Die Mutter verschlägt es nach Leipzig wegen einer in Aussicht gestellten Arbeit. Christel will unbedingt bei der Mutter bleiben und setzt sich lautstark durch. Ich muss so schrecklich mich benommen haben, dass mein Vater gesagt hat, fahr. Mutter und Tochter kommen im kriegszerstörten Leipzig an. Kurz vor Gründung der DDR. Ich wurde gleich in die Schule geschickt. Sie verstanden mich nicht und ich verstand sie nicht. Und deshalb habe ich gedacht, ich bin dahin gezogen, ich muss das lernen. Und dann hat mir meine Tante Else, bei der wir ja wohnten, hat versucht, mir Sächsisch beizubringen. Und dann hat sie so ein paar Worte gesagt und dann habe ich wirklich immer nur gelacht. Ich konnte das nicht. Es war so komisch, wenn man das auch noch langsam hört, wie man das sprechen muss, dass ich gesagt habe, weißt du, wir lassen das, gell? Trotz des anfänglichen Fremdelns kennt sie keine Hemmungen und hat sehr früh sehr klare Vorstellungen von ihrer Zukunft. Daran lässt sie keinen Zweifel. Ja, mit 12 Jahren bin ich am Theater vorbeigegangen und da waren immer Plakate für Veranstaltungen. Und da war ein Plakat mit einer, das muss eine junge Französin gewesen sein. Und die war wunderbar, zauberhaft, mit einem Tütü. Und da bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, Mama, ich weiß jetzt, was ich werden will. Ich werde eine große Tänzerin, eine prima Ballerina. Ihre ersten Tanzschritte macht Christel beim Ensemble der deutsch-sowjetischen Freundschaft.
Mit kleinen Komparsenauftritten im Kindertheater und in der Oper spart sie das Geld für die Ballettschule Leipzig zusammen und schafft schließlich den Abschluss an der staatlichen Ballettschule Berlin. Dann kommt das erste Engagement. Ein wenig anders als gedacht. In Halle. Und da war nichts mit auf Spitzenschuhen tanzen, da war Operette. Und zwar Frau Luna. Sie haben mich gefragt, ob ich den Mondkrümel spielen will in Frau Luna. Abenteuerlustig, wie man ist, habe ich gesagt, ja, mache ich. Noch während die blutjunge Christel Bodenstein in Halle als Operettenmondkrümel debütiert, schlägt wie ein Blitz der eigentliche Karrierestart als Filmschauspielerin bei der DEFA in Babelsberg ein. Ihre Lust auf die Kamera siegt schließlich. Auch das DDR-Fernsehen entdeckt die attraktive Schauspielerin und bietet ihr die erste anspruchsvolle Charakterrolle. Im Bildschirmdrama »Wenn die Nacht kein Ende nimmt« spielt sie eine Frau, die im morbiden Westen unter die Räder kommt. Ihre Filmpartner, die aufstrebenden Jungstars, Manfred Krug, der hier ihre Ehre verteidigt, und Armin Müller-Stahl als unsterblich verliebter Nachwuchsakademiker. Verzeihen Sie, wenn ich das sage, so verschlossen. Das war mit beiden, das war mit Manfred Krug, da haben wir zum ersten Mal miteinander gespielt. Und mit Armin auch, dieses einsame, einzige Mal. Aber jetzt wollen wir endlich mal anstoßen. Ja, was haben Sie denn, Fräulein Doris? Ach, nichts. Stoßen wir an. Trinken wir auf unsere gemeinsame Zukunft. Darauf, dass wir im kommenden Lebensabschnitt. Darauf, dass wir immer zusammenbleiben. Nein, bitte jetzt nicht. Aber ich, lassen Sie mir Zeit. Wir kennen uns noch nicht genug. Ja, das ist wahr. Ist ja nicht so einfach mit solchen verführerischen Szenen. Und er war ja wirklich ein sehr attraktiver junger Bursche. Damals war er ja wirklich noch, waren wir alle noch sehr jung. Christel Bodenstein und Armin Müller-Stahl avancieren auch privat zum Traumpaar. Dem DDR-Filmspiegel ist das 1960 eine ausführliche Home-Story wert. Ganz nach westlichem Vorbild. Allerdings titelt man eher sozialistisch bodenständig. Christel Bodenstein, keine Prinzessin auf der Erbse. Und beschwört ihre hausfraulichen Fähigkeiten. Eine kurze, schöne Zeit. Und dann lernte ich Conny kennen. Und dann war das sozusagen beendet. Feierliche Eröffnung einer DDR-Filmwoche im größten Kino Helsinkis. Christel Bodenstein begegnet auf dieser Reise nach Finnland zum ersten Mal Conny, Konrad Wolf. 1960 einer der Spitzenregisseure der DEFA. Und Conny fragte mich, ob ich denn mal mit ihm tanzen wolle. Und dann hat er mich in den Arm genommen. Und dann habe ich ihm erzählt, wie ich das so finde hier und was alles so schön ist und was. Und dann merkte ich schon, dass er so ein bisschen erregt wurde und sagte, bitte, bitte nicht reden. Ich muss doch die Takte zählen. Und das fand ich so komisch, ja, glaube ich, lauthals gelacht. Von dem Moment an waren wir eigentlich auch zusammen. Konrad Wolf ist 13 Jahre älter als Christel Bodenstein und gehört durch familiäre Verbindung zur DDR-Politprominenz. Aber Ansehen und Respekt erwirbt er sich durch überzeugende künstlerische Leistung. Als Sohn Mirko ein Jahr später, 1961, geboren wird, zieht Familie Wolf Bodenstein in eine kleine Wohnung nach Potsdam-Babelsberg. Die Schüler gegenüber bekommen schnell mit, dass hier ihre Prinzessin eingezogen ist. Die Schwierigkeit war wirklich, man konnte diesen Balkon, der ja nicht groß war, eigentlich nicht richtig benutzen, weil die Kinderlein, die hier in die Schule gegangen sind, alle an den Fenstern hingen und brüllten, Prinzessin, Prinzessin, komm raus.
Und die schon gehen durften, standen hier und guckten. Die gemeinsame Zeit des Ehepaars ist von Anfang an rar. Konrad Wolf ein Arbeitstier. Die schönen Momente sind die seltenen, von der Arbeitszeit abgeknapsten Urlaubstage an der Ostsee. Entspannte Aufenthalte im Wochenendhaus in Karolinenhof oder Feste mit Freunden und Familie. Und endlich, Christel Bodenstein bekommt die Revuefilme, die ihr zu Anfang der Karriere versprochen wurden. In der DDR vergisst man auch beim Revuefilm nicht die arbeitende Frau. Blaumann statt sexy Kostüm. Ein detailliert wissenschaftlicher Schlager. Zu Ekalit und Ekalit. Nichts als Faxen im Kopf. Seifert-Methode, Aussitzen der Wartezeit. Das Öl wird bald gekränkt. Und in dieser Kulisse begegnet sie Manfred Krug wieder. Er wird ihr wohl wichtigster Filmpartner. Mein Gott, sind Sie sportlich. Wo haben Sie das gelernt? Den Schlüssel. Ach so, den habe ich ja schon versteckt. Der ist ja schon. Nein, aber wirklich, Sie atmen so ruhig, so. Training, mein Lieber. BSG. Ah. Manfred hat mich in Watte gepackt. Also er ließ das nicht zu, dass eine Szene zweimal gedreht wurde, wo wir da gesprungen sind vom ersten Stock runter aufs Sofa. Nein, das dreht sie nicht mehr, das kommt nicht in Frage, das war gut. Ich mochte ihn. Ich denke, bei uns stimmte die Biologie, sagt man. Kennen Sie denn Romeo und Julia und die Story von der schönen Helena? Aber ja, alles war schon einmal da, wurde aufgeschrieben. Dennoch ist die Liebe immer rätselhaft geblieben. Auch in den Unterhaltungssendungen des DDR-Fernsehens waren beide Publikumslieblinge. Er der Große, sie die Kleine. Das Mikro war auf Manfred ausgerichtet und nicht auf mich. Dann hätte er sich ja bücken müssen. Und daraufhin, nach der Probe, hat Manfred gesagt, wir bräuchten mal ein Hocker. Dann kommt es, wie es kommen muss. Zum Ersten. Die Leute lachten ja schon, als wir auftraten. Manfred mit der Fußbank. Christel Bodenstein ist als Sängerin und Tänzerin erfolgreich und beliebt. Revue um Mitternacht wird zum Kassenschlager und Christel Bodenstein zum Star der DDR. Die beliebtesten Schauspieler des Jahres 1962. Gestern wurden sie im Berliner Johanneshof ausgezeichnet. Die meisten Stimmen erhielt Christel Bodenstein, die bereits im vergangenen Jahr zu den beliebtesten Schauspielerinnen zählte. Doch auf Dauer will sich die Schauspielerin nicht auf heitere Unterhaltung festlegen lassen. Feierabend! In dieser Zeit wird der Roman von Karl-Heinz Jacobs Beschreibung eines Sommers heiß diskutiert. Liebe und Ehebruch beim Aufbau des Raffineriewerks Schwedt. Guten Tag! Die junge Bauarbeiterin Grit verliebt sich in Tom, den Ingenieur. Das Problem, sie ist verheiratet. So pflegen Sie Ihre Maschine? Ja, also pflege ich meine Maschine. Überhaupt habe ich einiges an Ihnen auszusetzen. Beispielsweise muss ich Sie ersuchen, Ihren Haarschopf da unter ein Kopftuch zu stecken. Dann möchte ich Sie höflichst fragen, was Sie da an der rechten Hand haben. Ein Ehering. Wieso? Sehen Sie denn nicht, dass das mein Ehering ist? Ich bin Sicherheitsbeauftragter. Darf ich Sie nunmehr bitten, den Ring abzulegen und ihn anderweitig sorgfältig aufzubewahren? Es verstößt gegen die Sicherheitsvorschriften, wenn Sie auf der Baustelle irgendwelche Ringe tragen. Und das muss ich sofort tun? Sofort. Ich kriege ihn nicht runter. Ich helfe Ihnen.
Hat's wehgetan? Ordentlich. Es hat Riesenspaß gemacht und war eine richtig große Aufgabe. Und es war auch nicht leicht, weil wir lebten da ja wirklich wie die Heimatlosen. Ja, wirklich, weil wir wohnten in einem Hotel, das glaubst du nicht. Das war für den Abriss gedacht. Die hatten das so notdürftig noch mal so, dass jemand auch noch vielleicht drin wohnen kann. Und die ganze Mannschaft hat die ganze Zeit da gewohnt. Da wurden wir geschminkt, da wurden wir angezogen, da wurden wir... Und dann sind wir erst gemeinsam mit dem Bus zum Drehort nach Schwedt gefahren. Diese Liebesgeschichte im Produktionsmilieu ist auch deshalb so erfolgreich, weil Christel Bodenstein einem neuen Frauentyp entspricht. Es sind die taffen, leicht unterkühlt wirkenden Frauen, die in den 60er Jahren das internationale Kino erobern. Das macht neben der Aufbruchstimmung und der Atmosphäre der Baustelle einen großen Reiz dieses Films aus. Zudem ist er so etwas wie der Vorläufer des geschichtemachenden DEFA-Films Spur der Steine. Und da hatten wir immer das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, diese große Raffineriewerk, was da entstanden ist, was es Gott sei Dank auch noch gibt, wir haben daran mitgearbeitet. Aber dabei haben wir nur gestört. 7. Parlament der Freien Deutschen Jugend. Seit 3 Tagen beraten die Vertreter der jungen Generation in der Berliner Dynamo-Sporthalle über ihre Aufgaben beim umfassenden Aufbau des Sozialismus in der DDR. Christel Bodenstein darf hier vom Besuch zweier westdeutscher Journalisten bei ihr erzählen. Es geht um die unterschiedlichen Wertevorstellungen in beiden deutschen Staaten. Sie fragten mich auch, was ich für Pelze bevorzuge, was ich für Schmuck besäße und was ich für Schuhe habe. Ich musste Sie sehr enttäuschen. Für Pelze habe ich nichts übrig, Schmuck besitze ich außer einer Uhr und einen kleinen Ring nichts. Und Schuhe habe ich, wie ein normaler Mensch, 5 bis 6 Paar. Ich glaube, ich habe nicht ganz Ihren Vorstellungen entsprochen. Nun frage ich euch, ist unser Leben, unser sozialistisches Leben, nicht viel gesünder als die inhaltslosen und oberflächlichen Vorstellungen vom Leben bei vielen Westdeutschen? Ich war wirklich von der Idee, wirklich in einer anderen Stadt zu schaffen, ohne Krieg und wo es um Menschlichkeit geht, ich war davon ganz begeistert. Dieser ungewöhnliche Auftritt als Rednerin auf dem FDJ-Parlament spiegelt das Aufbaupathos und die Moraldiskussion ihrer Filme, die die Menschen ins Kino holten. Konrad Wolf allerdings hat Christel Bodenstein in seinen Filmen nie besetzt. Fürchtete er das Gerede? Aber 1966 macht er eine Ausnahme. Vielleicht, weil es sich um ein Märchen handelt, den Welterfolg von Saint-Exupéry, der kleine Prinz. Bitte, zeichne mir ein Schaf. Ich kann gar nicht malen. Als ich 6 Jahre alt war, macht nichts. Zeichne mir ein Schaf. Die Tragik dieses Films? Die DEFA geht damals blauäugig mit den Urheberrechten um. Erst heute, 50 Jahre später, kann er problemlos gezeigt werden. Nein, das ist schon sehr krank. Mach ein anderes. Das ist eine Kiste. Und das Schaf, das du suchst, das steckt da drin. Genau so habe ich es mir gewünscht. Es war wie ein Geschenk. Überhaupt, der kleine Prinz war, habe ich so empfunden, als ein Geschenk. Es war für mich eine wunderbare Arbeit, mit diesen ganzen großen Kollegen zu arbeiten, die alle Ja gesagt haben, als sie das hörten, sie könnten im kleinen Prinzen die Schlange spielen, den Fuchs. Inge Keller als Schlange, Wolfgang Heinz als König, Fred Düren als Lampenanzünder und Christel Bodenstein als kongenialer kleiner Prinz.
Bei der einzigen Rolle, in der Konrad Wolf sie besetzt hat, vertraut er ihr blind. Er sagt einfach, du kannst das. Ungewohnte Elogen aus seinem Mund. Das ist einfach der kleine Prinz. Und den kannst du nicht sagen, nee, das ist doch ein Knabe, nee, das ist eigentlich ein Mädchen. Das ist der kleine Prinz. Und wenn man, ich glaube, man muss am meisten suchen nach seiner eigenen Naivität. Naivität der Gedanken, der schönen Gedanken. Bis Anfang der 70er Jahre spielt Christel Bodenstein in mehr als 30 TV- und Fernsehfilmen. Danach werden die Rollenangebote spärlicher. 1973 kündigt sie bei der DEFA und will einen Neuanfang. Wir sind im Auto zusammen nach Hause gefahren. Es zerklappte gerade mit den Zeiten. Und da habe ich gesagt, Conny, hör mal zu. Ich habe heute gekündigt. Ich dachte, der letzte Steuerfall war überhaupt alt. Dann hat er sich ungeheuer zusammengenommen und gesagt, hast du dir das auch gut überlegt? Und dann gesagt, ja, ich mach einfach was anderes. Christel Bodenstein lernt Gitarre spielen und geht für die nächsten Jahre mit Liederprogrammen auf Tournee. Aus Weinlaub eine Krone, die setzt ich mir ins Haar. Doch dorten, wo ich wohne, fand man das sonderbar. Doch in ihrer Beziehung zu Konrad Wolf kriselt es. Sie entfremden sich. Anfing es ja mit der Gewerkschaft Kunst. Da war er Vorsitzender der Gewerkschaft Kunst. Und dann kam das Angebot, dass er Präsident der Akademie der Künste wurde. Und dann noch seine Filme. Und dann wurde es wirklich krachend eng. Und er war eben immer nicht da, wenn es wirklich, wirklich, ich habe einen ganzen Bündel Briefe von ihm immer mit der Entschuldigung, ich war wieder nicht da. 1978 dann die Scheidung von Konrad Wolf. Im Kollegenkreis lernt sie den Schauspieler und Dramaturgen Hasso von Lenski kennen. Ihre große Liebe. Sie begründen noch im alten Friedrichstadtpalast eine Kleinkunstbühne, das inzwischen legendäre Ei. Die Bühne wird auch in den neuen Friedrichstadtpalast übernommen. 10 Jahre Ei. Und feiert 1988 hier ihr 10-jähriges Bestehen. Nach der Wende ein harter Bruch, das Ei muss schließen. Von heute auf morgen steht sie nicht mehr im Rampenlicht. Eine Welt bricht zusammen. Also überhaupt war es ganz schwierig. Und ich war auch ein bisschen zerrissen mit mir, weil plötzlich saß ich unten und schaute auf die Bühne rauf. Glück im Unglück, sie darf als Regieassistentin bleiben. Aber dann beweist sie es sich noch mal selbst und inszeniert eine Revue. Ihre Sommernachtsträume gehen mehr als 230 Mal über die Bühne. Christel Bodenstein war immer wieder stark genug, sich neu zu erfinden. Sie war Tänzerin, Filmschauspielerin, Sängerin und schließlich noch Regisseurin. Mit ihrem Mann Hasso von Lenski ist sie seit 40 Jahren glücklich verheiratet. Und mittlerweile hat sie auch ihren Frieden mit dem singenden, klingenden Bäumchen gemacht. Heute tut es nicht mehr weh. Einmal Prinzessin, immer Prinzessin. Dass mich dieser Film, 60 Jahre sind es jetzt hier, immer noch sozusagen begleitet. Das ist wirklich wie ein Wunder. Also davon träumt eigentlich jeder, dass man so einen Film hat.